Das zweite Bürgerinnenplatzl fand in der Katastralgemeinde Rannersdorf statt. Und auch dort wurden Probleme, Sorgen und Anregungen besprochen. Eine idyllische Abendstimmung in Rannersdorf. Die letzten warmen Sonnenstrahlen und vor der Rotmühle wurde die Serie der BürgerInnenplatzeln 2020 fortgesetzt. Auch hier wurden bei angenehmem Gesprächsklima mit der Stadtpolitik einige Fragen angesprochen. Was nicht sofort vor Ort gelöst werden konnte, wird in den nächsten Tagen in den Fachabteilungen behandelt. Zweiter Tag des Bürgermeisterplatzls, Fortsetzung des ersten sind der gleichen Art oder gibt es ein bisschen mehr Kritik? Es gab einige Anfragen, manche, die man schon kennt, wo nicht befriedigend was geliefert wurde sozusagen, aber der Löwenanteil waren jetzt neue Leute, auch einer aus Schwächert, ganz anderes Ende, der bis daher gefahren ist, weil er sich erkundigen wollte zu einer eigentlich zivilrechtlichen Angelegenheit, dem habe ich jetzt halt mal angeboten, dass ich das, was ich tun kann, dazu beitragen werde. Wir haben uns mit E-Mails verbunden, mit Telefon. An sich eine sehr gute Stimmung. Wir sind ja das erste Mal an dieser Örtlichkeit. Ich war ein bisschen besorgt, wenn wir nicht bei einem Wirten sind, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Aber es wird ganz gut angenommen. Insgesamt sind die Leute ein bisschen zurückhaltender offensichtlich mit so Veranstaltungen. Aber es waren durchaus sehr nette Gespräche. Und meine Kolleginnen schreiben ja ganz brav mit. Mit Telefonnummer haben wir ja umgestellt. Es wird meistens angerufen. Der Kollege hin, schaut sich das vor Ort an, also funktioniert sehr gut. Ihr Eindruck von diesem Rannersdorfer Platzl? Ja, also es ist sehr viel los und was ich mitbekommen habe, hat schon sehr viele gute Ideen, gute Inputs auch gegeben. Ich finde es wichtig, dass es einen Freiraum gibt, wo man diese Ideen auch loslassen kann und das gemeinsam mit der Bürgermeisterin, den Stadträten und den Gemeinderäten austauschen kann und ich finde das eine super Sache. Gibt es auch die eine oder andere Idee und Anregung? Ja, ich habe schon einige gehört. Also da geht es auch um Kleinigkeiten, wie verschiedene Probleme zum Beispiel zwischen Gruppen, wie Mopedfahrer zum Beispiel, wie es gehört, und Anrainern. Da gibt es Potenzial, wo man zum Beispiel zu Besserungen kommen kann, aber es gibt auch andere Ideen, wenn es geht um die Begrünung, wenn es geht um Unkraut zum Beispiel an manchen Stellen vielleicht zu beseitigen oder etwas schöner zu machen. Da habe ich schon Verschiedenes gehört heute. Ich kann also somit auch eine Halbzeitbilanz über alle zwei Tage ziehen. Die Halbzeitbilanz ist erstens, danke vielmals, dass das Wetter heuer noch so ist. Die letzten Jahre war es immer ein bisschen kühler und stürmischer. Und die Leute sind absolut nett und freundlich. Und wenn man weiß, was man zu antworten hat, ist man immer auf der sicheren Seite zu Hause.